Herzlich willkommen bei diesem Video und heute geht es um eine richtig coole Sache. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon wieder im Intro gesehen. Heute wollen wir einen Live-YouTube-Award machen. Ich habe das ja hier schon mal gezeigt, wenn ich hier gerade mal auf das Video schaue, wo ich das Video mit dem Sonoff S20 gemacht habe. Da habt ihr das im Hintergrund schon gesehen, ne? Also da habe ich quasi meinen Live-YouTube-Award mitgeschaltet, der mir quasi immer meine YouTube-Abonnenten anzeigt. Und ja, heute wollen wir einen weiteren YouTube Live Award basteln und diesmal nehme ich euch mit auf die Tour. Die Person hat nur leider noch keinen YouTube-Kanal, deswegen ja, werde ich einfach mal meinen YouTube-Kanal eintragen, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Was wir dazu brauchen, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, aber jetzt ganz kurz erstmal ein kleines Vorschauvideo, was am Ende quasi dabei rauskommen wird. Hey Leute, das ist das, was wir heute während dieses Tutorials bauen werden. Es ist eine kleine YouTube-Anzeige, die uns einfach immer unsere aktuellen Abonnenten und Viewzahlen anzeigt. In dem Fall in weiß, wenn ihr das alte Video gesehen habt mit dem Sonoff S20, da habe ich das Ganze in schwarz gemacht. Das hier ist jetzt für einen anderen YouTube-Kanal, zeigt allerdings auch gerade meine Abonnenten an, weil der YouTube-Kanal von dieser Person hier noch nicht existiert. Aber genau, bleibt einfach dran und viel Spaß! Genau, und das ist das, was wir jetzt hier hinbekommen möchten und was wir dafür brauchen, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung, alle Links zu allen gekauften Artikeln. Ne? Was auch noch mit dabei ist, ist das kleine, ein kleiner Link hierzu. Ich zeige euch das ganz kurz nochmal hier auf dem Monitor. Und zwar ist das hier auf der Website Webwandtattoo, ja. Und hier könnt ihr quasi einfach, das ist ein 23 x 21 cm groß, kostet hier 4,84 Euro, also das heißt nicht teuer, da kommt aber noch ein bisschen Porto mit dazu, am Ende seid ihr glaube ich bei 10 Euro sowas um den Dreh rum und hier gebt ihr einfach euren YouTube-Kanal ein, hier zum Beispiel Schimmer Media HD und dann einfach Enter drücken und dann könnt ihr hier im Grunde genommen, irgendwo müsste jetzt hier auch schon eine Vorschau sein, glaube ich, zur Kasse. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier eine Vorschau ist. Auf jeden Fall wird jetzt hier im Grunde genommen dieses Schimmer Media HD dort eingegeben. Ich habe hier auch noch einen kleinen Gutscheincode drin, das habe ich gesehen. Den zeige ich euch natürlich dann auch. Warte mal, wenn ich jetzt hier vielleicht zur Kasse gehe. Ja, dann muss man sich erstmal quasi einen Account registrieren. Aber auf jeden Fall, hier könnt ihr das Ganze bestellen. Nur, dass ihr da Bescheid weißt. Hier steht dann, Bescheid wisst. Wenn ihr den Namen, den ihr hier eingebt, der wird dann später hier anstelle von Username quasi eingefügt. Ne? Hier steht jetzt dann for surpassing 100.000 Subscribers. Ihr könnt dieses 100.000 Subscribers wegmachen. Ihr könnt es da lassen. Ich habe es jetzt hier für meinen Teil einfach da gelassen, weil die meisten Leute, die sich das angucken, dann am Ende die werden eh nicht 100% alles lesen, die sehen einfach nur den Kanalnamen, das dann im YouTube steht, dass oben ein YouTube-Button drin ist und dass dann unten drunter die Laufschrift steht, wo dann die Abonnenten und die View-Zahlen stehen. So, genau, das findet ihr da. Ich packe das hier mal ganz kurz aus, damit wir das hier schon mal sehen. Hier ist ein bisschen Beschreibungszeugs mit dabei, das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier noch diesen. Das ist die Rechnung, die brauchen wir nicht. Und das ist der besagte Gutschein. Ich halte das hier mal in die kleine Kamera rein. Könnt ihr euch gerne einfach abschreiben und dann wisst ihr Bescheid. Also ich sage es auch gerne nochmal, G5HR8. Damit bekommt ihr 20% Rabatt beim nächsten Einkauf. Holt euch die 20% ab, warum auch nicht. Und hier haben wir quasi einmal das Ding soweit hier fertig. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das ist jetzt hier quasi für den YouTube-Kanal SofaLog und genau, das werden wir gleich dann noch an die Scheibe kleben, von innen natürlich, genau, und das ist halt das eine, das werden wir aber erst später brauchen, das lege ich erstmal beiseite. Genau, dann habe ich hier noch einen roten Stift, besorgt euch einfach irgendeinen roten Filzstift, wofür werdet ihr noch sehen, den kann ich auch schon mal beiseite legen. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, hier diese, ja, diese kleine LED-Matrix, ja, das habe ich auch alles hier
In der Videobeschreibung ist das alles mit verlinkt. Also das ist hier eine MAX7219, ein mit Mikrocontroller. Ist quasi einfach nur eine LED-Dot-Matrix, so steht es hier auch mit dabei. Die Dinger kosten nicht viel hier, 7,99 € Gratis-Lieferung, ihr seht es. Ja, und damit könnt ihr im Grunde genommen dann eure YouTube-Abonnenten sowie eure Views anzeigen lassen. Genau, das ist das Erste. Dann, was natürlich richtig wichtig ist, ich hole das hier mal ganz kurz raus. Das ist hier ein kleiner, habe ich auch hier natürlich noch mit verlinkt, eine Node MCU hier mit einem ESP8266 Chip natürlich drauf. Das ist natürlich unser Herzstück, weil hier ist der Wi-Fi-Chip drauf und hier drauf wird auch das Programm geladen. Ich zeige euch jetzt gleich alles, wie das funktioniert. Die Links zu allen Produkten sind wie gesagt unten in der Beschreibung, damit ihr hier auf jeden Fall nichts Falsches kauft, weil es gibt eine ganze Menge von diesen Chips, genauso von diesen LED-Matrixen und sonst was. Ich habe sogar hier wirklich bis ins kleinste Detail auch noch hier den Bilderrahmen und diese ganzen Kabel verlinkt. Ganz einfach hier ein USB-Kabel für Micro-USB, dann ein einfachen Ladeadapter, quasi Strom auf USB. Ein Cuttermesser ist natürlich noch sinnvoll. Und dann habe ich mir hier so einen Ribber Bilderrahmen geholt. Das ist quasi 21 x 30 cm. Den gibt es bei IKEA oder halt auch bei Amazon. Den gibt es in Schwarz und in Weiß. Schwarz kennt ihr ja jetzt schon aus dem letzten Video mit dem S20. Heute machen wir eine weiße Version, weil die Person, die das hier bekommt, mag Weiß lieber. Ne, könnt ihr entweder bei IKEA direkt kaufen oder halt einfach ja, bei Amazon, wie gesagt, dann kommt das alles zu euch nach Hause. Dann habe ich mir hier noch so ein paar YouTube-Buttons einfach ausgedruckt, ganz normal. Ich packe euch einfach mal einen Link dazu auch in die Beschreibung zu diesem YouTube-Button, aber ich meine, den findet ihr, wenn ihr bei Google YouTube-Play-Button eingibt, findet ihr den sowieso, aber ich packe euch trotzdem den Link in die Beschreibung. Und dann natürlich hier noch etwas ganz Wichtiges, dazu habe ich auch hier einen Link mal reingepostet, weil da gibt es ganz viele verschiedene Sachen von. Und zwar, das ist hier so eine Leichtschaumplatte. Das ist im Grunde genommen hier vorne so ein bisschen, weiß ich nicht, PVC-Material oder was das ist, oder Pappe, keine Ahnung, dazwischen so ein bisschen sowas wie Schaumstoff, keine Ahnung, und dann auf der anderen Seite wieder dasselbe, heißt jetzt hier einfach Leichtschaumplatte, das ist jetzt 5 mm stark, 80 cm mal 100 cm, ne? Gibt es in verschiedenen Größen, könnt ihr halt so kaufen, wie ihr es gerade braucht. Genau, wie gesagt, dazu auch Link natürlich in der Beschreibung. Das brauchen wir halt einfach, um hier das Ganze so einmal drauf zu machen, auszuschneiden, weil wir brauchen zwei Stück davon, dass wir die dann aufeinander kleben können, damit es natürlich auch so diesen 3D-Effekt hat, was natürlich auch der richtige YouTube-Play-Button haben muss. Genau, und ich würde auch sagen, wir fangen direkt erstmal mit der Programmierung an, dass wir das hier auch erstmal beiseite legen tatsächlich, dass wir wirklich erstmal die LED-Matrix, ich hole sie gerade mal raus. Genau, das heißt, das brauchen wir nicht mehr, den ESP8266, den Node MCU holen wir auch mal raus, das brauchen wir nämlich jetzt hierfür auch sofort und dann natürlich das USB-Kabel, na, weil mit dem USB-Kabel können wir das Ganze auch programmieren, na, jetzt haben wir es offen, genau, Verpackung, 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 hier haben wir Verpackung, da haben wir Verpackung. Verpackung no need anymore. So, den Stift brauchen wir auch erstmal nicht. Genau, jetzt haben wir hier diese kleine Node MCU. Ich werde jetzt einfach das Kabel mal so hier zusammenlassen, weil das brauchen wir jetzt nicht großartig auseinander zu friemeln. Das können wir erst später machen. Genau, hier einfach das Micro-USB-Kabel stecken wir jetzt einfach mal hier unten rein. Und die andere Seite stecken wir in den Laptop. Ganz simpel. So. Jetzt hat das hier auch gerade einmal ganz kurz aufgeblinkt und jetzt habe ich hier das Ganze natürlich auch schon vorbereitet im Hintergrund. Also ihr werdet hier, ups, da ist mein Aufnahmeprogramm, ihr werdet hier natürlich den Ordner, den stelle ich euch zur Verfügung hier, könnt ihr einfach unten runterladen, Live YouTube Award Sketch, ja, da, wenn ihr das dann entpackt, habt ihr diese drei Dateien da drin. Ihr öffnet einfach das Live YouTube Award Sketch Inno, das öffnet ihr mit der Arduino App oder mit der Arduino IDE, das funktioniert unter Windows, genauso wie unter Mac, also, ne, wie gesagt, einfach öffnen. Und dann bekommt ihr etwas, was hier so aussieht. Da habt ihr noch hier die Fonts-Datei und dann hier die MAX
7219-Datei. Das ist quasi im Grunde genommen die ganzen Treiber, damit man halt das Display auch ansprechen kann. Und hier haben wir natürlich oben auch die Pin-Belegung, wie quasi die NodeMCU mit dem Display verbunden wird. Das ist ganz wichtig. Und ja, genau. Dann müsst ihr hier im Grunde genommen nur, wenn ihr hier weiter runter scrollt, einfach eure SSID von eurem WLAN eingeben. In meinem Fall ist das hier Shimmer Media HD, lasse ich euch so drin stehen. Dann hier natürlich das Passwort von eurem WLAN und hier unten müsst ihr die User-ID von eurem YouTube-Kanal reinpacken. Ne, das heißt, wenn ich jetzt hier im Grunde genommen mal auf YouTube gehe und ich hier meinen YouTube-Kanal habe, dann steht ja hier ne Channel und dann habe ich hier hinter diese ID. Ja, das kopiere ich mir jetzt hier einfach an der Stelle und dann kann ich hier natürlich einfach wieder hierher gehen und kopiere mir das hier rein. Bumm, zack. Jetzt ist das da drin. Das ist jetzt für meinen YouTube-Kanal, lasse ich euch auch natürlich so drin stehen und dann könnt ihr das Ganze hier einmal speichern. Und dann ist noch hier wichtig, hier oben, dass ihr hier bei Board müsst ihr das NodeMCU 1.0 ESP ausgewählt haben. CPU Frequency auf 80, Flash Size auf 4M, 1M SPIFS, Upload Speed 11.5200 und dann wählt ihr hier euren Port aus, wo quasi das USB-Ding dran ist. Ne? Bei manchen Leuten muss da gegebenenfalls irgendwie irgendwas installiert werden, irgendwelche Treiber, müsst ihr halt einfach mal schauen. Genau, hier unten Programmer, das könnt ihr alles so lassen, wie es ist. Wenn ihr das alles fertig habt, klickt ihr hier einfach auf Hochladen. Natürlich, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, ich sollte erstmal mein WLAN-Passwort eingeben. Ja, jetzt lädt das hoch. 28%. Ihr seht auch hier, das blinkt hier die ganze Zeit. Das heißt, dass er jetzt gerade den Chip beschreibt. 84%. 100%. Jetzt ist das ganze Skript schon im Grunde genommen auch hochgeladen und funktioniert jetzt natürlich auch schon. Das können wir jetzt natürlich mal probieren, indem wir hier jetzt einfach das Ganze hier schon mal verkabeln. Dafür einfach ganz kurz das Ganze einmal abstecken. Und jetzt müssen wir halt eben schauen. Wir machen hier, würde ich sagen, erstmal die Kabel an an die LED-Matrix dran. Müssen wir halt gucken, dass wir das hier am besten alles so nebeneinander draufpacken. Und dann müssen wir hier hinten schauen. Da ist das Ganze beschrieben. Ne? Da steht VCC, Ground und all die anderen Anschlüsse. Ich weiß jetzt nicht auswendig, in welcher Reihenfolge die da sind. Auf jeden Fall ist das hier genau beschriftet. Und ich habe euch jetzt hier eine Beschreibung hier oben noch mit reingepackt, welcher Pin wo drauf muss. Hier steht jetzt natürlich ein, was muss ich jetzt noch abändern, das habe ich eben gesehen. Hier steht nämlich DIN. Also dieses Data In ist im Grunde genommen, ich schreibe hier in Klammern, DIN noch mit dabei, weil das kann immer mal anders heißen. Ne? Das muss nämlich auf den Datapin 8. Aber das zeige ich euch jetzt gleich nochmal hier. Genau, das habt ihr jetzt hier schon mit verbunden. Und jetzt müssen wir halt eben nach den Farben schauen. Also der schwarze ist jetzt hier in dem Fall VCC. Und VCC muss jetzt hier auf dem Board auf 3,3 Volt. Das heißt, wir halten das Board so rum, ja, dass wir hier das ablesen können und das USB ist jetzt hier bei meinem Daumen. Ne? Und dann müssen wir einfach schauen, dass quasi auf der oberen, also wenn ihr das USB rechts von euch habt und der Wi-Fi-Chip links, ja, wenn ihr so da drauf schaut, dann müssen die ganzen Pins oben angeschlossen werden. Auf der Seite, wo quasi Flash steht, da neben diesem USB sind ja so zwei Knöpfe, einmal RST und einmal Flash. Und oben auf der Seite, wo Flash steht, müssen die ganzen Dinger jetzt angeschlossen werden. Das heißt, wir packen den schwarzen, der VCC ist, packen wir auf 3,3 Volt. Das ist der allererste Pin. Ja, ich zeige das hier, vielleicht seht ihr das so. Dann der weiße Pin geht jetzt hier auf Ground. Über. Wenn ich natürlich jetzt hier richtig angeschlossen hätte, das hat sich hier einmal verschoben, sehe ich gerade. Ich will das hier natürlich in der richtigen Reihenfolge haben. Dann kann ich das nämlich auch anständig anschließen.
Ups. So, zack. Schön fest draufpacken. Genau. Also, der schwarze geht auf VCC, der weiße geht auf Ground. Deswegen packen wir den hier. Der zweite Pin ist nämlich Ground. Und jetzt müssen wir ein paar freilassen, weil hier der nächste Pin, da kommt nämlich dann erst noch TX und RX und dann kommt D8, D7 und D6. Und D8, D7 und D6 müssen wir hier nämlich noch belegen. Das heißt, zwei werden freigelassen von den Pins und dann kommt als nächstes hier der DIN, also DIN, muss verbunden werden mit D8. Ja, das heißt, wir schauen, der grüne hier in meinem Fall ist DIN. Und der muss verbunden werden mit D8. Das heißt, wir lassen zwei frei. Und dann haben wir hier den Pin D8. Genau. Und dann haben wir hier als nächstes den Pin CS. CS muss verbunden werden mit. Auf der LED-Matrix haben wir als nächstes CS. Und CS ist Load hier. Das heißt, das muss verbunden werden mit D7. Das ist hier bei mir der rote. Wird auf D7 gesteckt, das ist der direkt daneben und dann D6 ist dann nur noch der letzte, das ist quasi hier so. Das muss dann am Ende so aussehen. Nur, dass ihr das mal so sieht, aber im Grunde genommen stehen hier auch alle Beschriftungen drauf. Ihr müsst nur genau schauen, es steht halt einmal auf der anderen Seite, es ist ein bisschen kompliziert. Aber im Grunde genommen, jetzt funktioniert das Ganze schon. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hier wieder in die Node-MCU das Strom drauf machen, so also in das Micro-USB, Achtung, zack. Und dann fängt er hier direkt auch schon an. Wi-Fi verbindet sich jetzt hier mit YouTube. Und jetzt zeigt er die Subscribers an. Und als nächstes zeigt er natürlich hier noch die Views an. Ne? Also das funktioniert jetzt schon mal alles. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Schritt über. Programmseitig haben wir jetzt ja nämlich schon mal alles erledigt. So, nachdem wir das jetzt hier quasi alles so eingerichtet haben, dass diese Seite schon mal funktioniert, können wir das hier einfach schon mal abziehen und beiseite legen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann würde ich als nächstes sagen, fangen wir hier an mit dem YouTube-Ding. Da hole ich mir das Mikrofon mal hier so ein bisschen näher. So. Genau. Und dann wollen wir hier doch mal schauen, dass wir mit einem Cutter das hier einfach einmal ganz genau anzeichnen. So, jetzt haben wir hier einfach erstmal schon mal zwei angezeichnet sozusagen. Einen davon ohne den Playbutton in der Mitte und den anderen mit Playbutton. Warum, zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt müssen wir es einmal nochmal durchschneiden, damit es auch wirklich rauszuschneiden geht. So, jetzt haben wir das im Grunde genommen alles hier ausgeschnitten. Also einmal die Grundform sozusagen. Das hier brauchen wir nicht mehr. Einmal die Grundform, dann einmal den Play-Button an sich und dann natürlich einmal die Farbe im Grunde genommen. Und das müssen wir jetzt einfach so im Grunde genommen zusammenkleben. Und dann haben wir das im Grunde genommen auch schon fertig. Das mache ich jetzt ein bisschen mit Heißkleber hier. Deswegen habe ich mir hier schon die Heißklebepistole vorbereitet. Ich mache das jetzt hier erstmal so, dass ich hier hinten, ich gucke jetzt erstmal, wie passt das am besten aufeinander.
So passt das gut. Und dann kann ich jetzt hier ein bisschen Heißkleber drauf machen. Einfach ein bisschen was drauf. So, schickt auch schon. Und dann hier einfach diese beiden Teile miteinander verbinden. Eigentlich ganz simpel. Genau. Guckt, dass ihr halt hier wirklich in der Mitte das Ganze freilasst, den Play-Button. Guckt nicht, dass da irgendwelche Fäden jetzt hinkommen, so wie jetzt. Also, weil das macht natürlich mehr Sinn, wenn das da frei bleibt, sieht nämlich dann auch besser aus. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch den Play-Button so da drauf kleben, dass das hier genau passend ist. So. Und das machen wir jetzt natürlich auch mit Heißkleber. Guckt, dass ihr hier nicht zu viel Heißkleber nehmt, weil sonst kann das auch ganz schnell mal scheiße aussehen. Also hier wirklich nur so ein bisschen drauf machen, ruhig ein bisschen antrocknen lassen und dann erst drauf. Das muss jetzt halt nur genau sitzen. Das haben wir jetzt soweit auch schon mal fertig. Klebt jetzt hier so drauf. Und jetzt kommt der rote Stift zum Einsatz. Mit dem roten Stift machen wir nämlich jetzt hier den Rand auch noch rot, damit das halt hier keine weißen Ränder hat, weil das sieht nämlich dann sonst scheiße aus. Das machen wir jetzt einmal rundherum. Dann ist der YouTube-Button an sich eigentlich auch schon soweit fertig. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen nur noch den Bilderrahmen präparieren und dann alles zusammenpacken. So, dafür würde ich sagen, packen wir jetzt hier erstmal das hier beiseite, weil die Heißklebepistole brauchen wir gleich aber nochmal, aber erstmal brauchen wir sie nicht mehr. Genau, und jetzt brauchen wir als nächstes YouTube-Button kann auch erstmal hier beiseite. Jetzt brauchen wir als nächstes den Bilderrahmen. Den machen wir uns einmal auf. So. Wir haben hier das weiße Modell dieses wunderbaren Bilderrahmens. Biegen hier uns das erstmal hier alles einfach hoch, damit wir das Innere des Rahmens rausnehmen können. So, zack. Das hier brauchen wir nicht. Das Pappding brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, ist das. Ich weiß gar nicht, ist da noch eine Folie drauf? Wenn ja, muss diese natürlich erst ab. Ja, da ist eine Folie drauf, die muss natürlich erst ab. So. So. Und jetzt legen wir das uns natürlich so hier direkt schön vor uns. Und jetzt müssen wir uns so ungefähr ausdenken, wo das alles so platziert werden soll. Also das hier kommt ja dann hier oben so ungefähr hin. So, da so.
Ja. Und dann kommt das hier so dahin. Wo haben wir jetzt die LED-Matrix? Schließen wir das nochmal ab. Die kommt hier so, hier irgendwie so da unten hin. Gucke ich nochmal so, dass das ungefähr passt. So. Das heißt, das hier kommt dann ungefähr so dahin. Okay. Wenn das soweit geklärt ist, das kommt dann so hier hin. Okay. Ja, so ist das eigentlich schon ziemlich gut. Und dann können wir das Ganze hier im Grunde genommen einmal draufkleben. Dafür ziehen wir hier die Trägerfolie ganz vorsichtig ab und gucken, dass die Buchstaben möglichst alle drauf bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Und das obere Ding hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Deswegen würde ich direkt sagen, schneiden wir das einfach ab, weil das macht nur Probleme. So. Dann haben wir nämlich wirklich hier nur noch diesen Part, weil dann können wir es wesentlich einfacher auftragen. So. Jetzt müssen wir halt ungefähr gucken, dass es ungefähr mittig ist und nicht einfach uns aus den Händen fällt. Das wäre natürlich eine ganz schlechte. Jetzt müssen wir das ganz langsam abziehen und wirklich aufpassen, dass alle Buchstaben drauf bleiben. Haben wir das hier einmal schon mal ab. Jetzt haben wir hier natürlich ist noch so eine kleine Folie drauf. Haben wir nämlich hier noch so eine kleine Rakel dabei, damit können wir so ein paar Luftbläschen rausmachen. So, und dann schneiden wir die überstehenden Reste noch ab.
Würde ich jetzt natürlich nicht nur einfach so auf dem Tisch machen, wenn das irgend so ein richtig teurer Tisch wäre. So, und es ist auch relativ gerade. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwelche anderen coolen Methoden, wie man das hier hinbekommen kann, dass das hier schön gerade ist. Aber da werdet ihr euch in den Kommentaren wahrscheinlich gegenseitig ganz gute Tipps geben, hoffe ich mal. Und es ist aber so jetzt schon einigermaßen gerade. Wenn jetzt hier dann noch die LED-Matrix so darunter sitzt, das ist doch optimal. Also das sieht gut aus, das gefällt mir. Das können wir jetzt hier so auch dann schon wieder in den Rahmen reinsetzen, beziehungsweise wir machen hier vorne die Folie auch nochmal ab, weil die brauchen wir jetzt natürlich auch nicht mehr. So, jetzt haben wir natürlich beide Folien schön ab und setzen das Ganze hier vorne wieder rein. So. Genau. Jetzt macht es natürlich Sinn, das hier einmal noch so ein bisschen mit Heißkleber zu befestigen. Seid dabei aber vorsichtig, dass wir hier eben nicht in dem Sichtbereich etwas festkleben. Ich mache jetzt hier nur in die Ecken was rein, so ein bisschen. Also auch nicht so um die Kurven gehen, weil sonst würde man das sehen. So, jetzt haben wir den Bilderrahmen einmal fest, den Bilderrahmen einmal festgeklebt. Jetzt gehe ich noch ganz kurz ein Stück DIN A4-Pappe holen, schwarz natürlich, und bin gleich wieder da. Einen Moment. So, den Bilderrahmen. Ich habe jetzt hier das Stück schwarze Pappe besorgt. Den Bilderrahmen können wir jetzt erstmal beiseite. Vorsichtig, der muss nämlich noch trocknen. Der Heißkleber ist zwar relativ schnell fest, aber nichtsdestotrotz sollte man damit immer vorsichtig umgehen. So. Jetzt wollen wir hier das Stück schwarze Pappe natürlich hier draufkleben. Das machen wir natürlich einmal mit Heißkleber, weil das funktioniert gut. Und was wollen wir denn mehr, als dass es gut funktioniert? Fangen wir hier unten an. So, wir wollen ja nur, dass es drauf hält. Also es muss jetzt hier nicht bombenfest sein. Es reicht einfach nur, dass es so, dass es halt einfach drauf kleben bleibt. Und mehr wollen wir gar nicht. So, und jetzt müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wenn wir das jetzt hier so davor setzen. So, wenn das jetzt hier so davor sitzt, wo kommt der YouTube-Button dann hin? Wo haben wir ihn? Hier. So, das heißt. So, hier ungefähr würde ich ihn hinsetzen. Ne? So sieht das doch ganz gut aus. So, das heißt, so in dem Bereich. Das heißt, hier hin. So, das heißt, hier soll er hin. Und wenn er da hin soll,
kleben wir ihn da einfach fest. Ganz einfach. So einfach kann es gehen. Oh, das sieht super aus schon mal. Und jetzt die LED-Matrix. Dafür, für die LED-Matrix, ganz, ganz wichtig, wirklich, ich packe jetzt hier mal das Kabel aus, wirklich nochmal nachprüfen, in welche Richtung das, die Laufschrift läuft. Weil nicht, dass ihr das am Ende jetzt hier alles schon fertig zusammenklebt und macht und baut und am Ende läuft es in die falsche Richtung. Das wäre natürlich nicht so cool. Deswegen hier nochmal abchecken wirklich, in welche Richtung läuft es. So, okay, das heißt, wir packen jetzt hier einfach mal schon mal die ganzen, hier sind nämlich auch so Dinger überall drauf, die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Na, also keine Sorge, wenn ihr hier irgendwie solche Fehlanzeigen da bekommt, dann einfach kurz drum raus, wieder rein und dann ist alles wieder gut. Das ist hier, wenn ihr hier natürlich irgendwas dran macht am laufenden Betrieb, dann kann da immer mal irgendwas drin rumruckeln. So, das heißt, so muss das Ganze hier hin. Das ist natürlich hier, wenn die Pins einmal abgehen, so muss das Ganze dann am Ende hier drin sitzen. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, das heißt, so muss es drin sitzen. Das heißt, wir holen jetzt den Rahmen noch einmal weg. So, und wenn es jetzt quasi hier einfach ungefähr da so hin soll, das müssen wir uns ungefähr vorher natürlich ausmalen, müssen wir gucken, würde das jetzt so passen? Na, so würde das Ganze hier drin sitzen. Ah, noch ein ganz kleines Stückchen runter vielleicht. So. Na. Und jetzt mache ich das einfach so, dass ich das jetzt hier so hoch halte und dann mache ich mir hier so ein bisschen Kleber hin und klebe es jetzt natürlich hier einfach dann da fest. Ist soweit eigentlich ganz gut fest geworden. So, und wenn das jetzt hier fest ist, dann können wir einmal das Ganze umdrehen. Und dann hier das Kabel einmal so rumführen. Hier noch gucken, dass alles fest bleibt. Und dann können wir es im Grunde genommen auch schon einfach hier in den Rahmen reinpacken. So, muss das hier nur hinten rausgeführt werden. So. Und wenn wir uns das jetzt hier so anschauen, dann sieht das von vorne doch schon mal ganz passabel aus. Ne? Wenn ich jetzt mir jetzt hier schon mal so angucke. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch wichtig ist, ist das Ganze hier anständig festzukleben. Und das machen wir natürlich auch wieder mit Heißkleber. Weil, ja, vorher aber noch ein letzter Funktionscheck. Weil danach können wir nicht mehr innen rein, wenn wir es einmal jetzt hier zugeklebt haben. Ich noch mal einen Funktionscheck, hoppala.
Okay, funktioniert alles, wird alles angezeigt. Sieht alles soweit ganz gut aus. Ich schaue nochmal selber so drauf. Congratulations, da, da, da. Der Name ist alles erkennbar. Ja, würde ich sagen, klebe ich das jetzt dann so fest. Ne? Strom wieder ab. So. Jetzt haben wir das einmal hier alles festgeklebt rundrum. Und jetzt macht es natürlich noch Sinn, dass wir hier das Board anständig noch hier festbekommen. Jetzt macht es natürlich hier bei den Pins hier Sinn, dass wir die einfach einmal umbiegen, dass wir hier mehr Platz haben, ne? Dass es nicht so weit hervorsticht. Das machen wir ganz vorsichtig mit dem Daumen. Beide Seiten. Beziehungsweise, wir machen es nicht mit dem Daumen, ich hole mir eine Zange dafür, das ist besser. So, hier habe ich nämlich eine Zange, mit der kann man das ganz gut machen. Halte ich mir hier die Pins einfach immer fest, so ein paar Stück, und dann biege ich sie ganz vorsichtig um. Dann klebe ich hier in der Stelle, habe ich jetzt hier noch die Pins ein bisschen festgeklebt, weil die Pins, die könnten sonst runterrutschen und das wollen wir nämlich auf gar keinen Fall, weil wenn die nämlich den Kontakt verlieren, dann ist ein bisschen blöd. So. Das sollte jetzt hier soweit auch halten. Jetzt machen wir hier das Kabel noch ein bisschen fest.
So, jetzt haben wir im Grunde genommen einen kompletten YouTube Award selbst gebaut und ich mache jetzt gerade mal den Strom jetzt mal rein. Wir können jetzt quasi entweder den ganz normalen Plug benutzen, der auch unten in der Beschreibung ist, oder wir können jetzt auch natürlich jetzt hier zu Vorführungszwecken den Strom einfach hiervon nehmen. So. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich hier auf der Rückseite, ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz, könnt ihr hier natürlich hier unten noch so ein bisschen mit einer Feile was reinfeilen, dass man quasi das Kabel, das ist so ein bisschen, ne, damit der Bilderrahmen flach an der Wand liegen kann. Aber wir machen es jetzt hier erstmal so, weil das reicht ja auch erstmal aus. Und vielleicht machen wir das hier auch mit einer kleinen Batterie im Hintergrund. Müssen wir halt schauen, wie wir das hier machen. Ne? Stecken wir es einfach mal hier rein. So, Strom sollte jetzt drauf sein. Und wir sehen, er verbindet sich mit YouTube. Und er zeigt alles natürlich an, so wie es sein soll. Und ich meine, was wollen wir mehr? Das ist der YouTube Live Award. Und ja, abonniert diesen Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Und schaut euch vor allen Dingen auch meine restlichen Smart Home Videos nochmal an. Weil ich mache ganz viel mit Sonoff, I.O. Broker. Ja, und verschiedenen Komponenten halt eben, dass man ein Smart Home einfach günstig hinbekommen kann. Und ich meine, auch das hier ist smart. Ihr habt es mit dem S20 Sonoff gesehen. Kann ich sogar sagen, zeige meine YouTube-Abonnenten, verberge meine YouTube-Abonnenten. Das funktioniert einwandfrei. Und genau. Wenn ihr auch so einen Bilderrahmen, so einen YouTube Award quasi haben möchtet, dann baut es jetzt hier einfach nach an der Stelle. Und genau, dann ist vielleicht noch zu erwähnen, macht euch hier einen Account in meinem Forum. Link natürlich unten, ganz unten in der Beschreibung. Und dort werden natürlich auch immer sämtliche Projekte vorgestellt. Wenn ihr irgendwelche Smart Home Fragen habt, dann werden die dort entweder von mir oder von sämtlichen anderen Usern beantwortet. Dort sind auch richtig coole Ideen, falls ihr selber irgendwie denkt, ach, ich will irgendwas noch machen, irgendwas fehlt mir an meinem Smart Home noch, dann schaut einfach mal da vorbei. Dort kriegt ihr auf jeden Fall die Anregung, die ihr braucht. Jo, und so könnt ihr wirklich für all eure YouTube-Accounts solch einen YouTube-Award machen. Genau, würde ich sagen. Dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut.